Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 4. Ja, das letzte Mal hat uns Malte in die Knie gezwungen, weil ja, wir sind noch zu schwach mit Level 18 und ja, er war zu zäh und dann hat er zwei starke Attacken gemacht und wir sind gestorben. Aber jeder ist mal Anfänger. Also jede Klasse ist gerade am Anfang noch ein bisschen schwach. Ich bin zwar kein Anfänger mehr, aber trotzdem hätte ich das niemals gedacht, dass der Gegner bei so niedrigem Level schwach ist. Und dafür machen wir es jetzt ab jetzt ein bisschen besser. Okay, da muss ich noch schauen. Das weg. Und das ausrüsten. So. Die können wir verkaufen, die in die Kiste tun. So, wir haben 11 Blutsplitter, da können wir nichts leisten. Aber jetzt gehen wir, ah, der ist da links, wieder in einen Rift und leveln. Haben wir leider die Belohnungen vom Kopfgeld gar nicht bekommen, aber ja, wir mussten ja eine wir müssen es ja abbrechen, die Kopfgeldjagd. Und ja, mit einem Abbruch bekommt man nichts. Wir haben verloren. So kommen die oben rechts nicht. Hä? Weg da, du blöder Schamane. Ha! Es hat ihn zerfetzt. Oh, der arme Schamane. Die fetten Teile da oben sehen uns nicht. Gehen wir zu ihnen. Blöder Schamane. Nochmals. Nein. So, mal wieder. Schlag der sieben Hände. Fäuste. einsetzen. Gut. So, mit einem guten Finish. Finish him. Haben wir ihn getötet. Aber ich will jetzt nach drüben, ich will nicht nach oben gezogen werden durch die Gegner, die immer so schlecht nachkommen. Weg da. Bleib jetzt da. Blöder Goblin. Da sind sie ja, die Fettsäcke. Die hübschen Gegner, so hübsch sind sie. Ich bin so hübsch. Nehmt mal ab, ihr Kuscheln. Ha, hallo, sterbt da weg. So. Genug von den Dicken. Jetzt geht's weiter. Also das Spiel ist am Anfang schwer, wenn man einen hohen Schwierigkeitsgrad auswählt. Okay, nicht ganz so hohen. Aber am Anfang ist halt auch Profi schon schwer, noch schwer. Später ist alles viel zu leicht, wenn man zu gute Items hat. Und zu gute Fähigkeiten. Zu viele Stats. Alles mögliche. Aber jetzt momentan ist alles noch ein bisschen zäh und Gegner machen recht viel Schaden. Aber wir spielen auf Profi, ich bin nicht auf normal. Ich bin doch nicht normal, das ist doch normal. Das ist ganz, ganz normal, dass ich nicht normal bin. Oh, ich diese mich selber jetzt gerade. So böse. Ich bin so böse zu mir selber. Boah, was ist hier los? Drei Elite, also zwei Elite und
Boah, ich wäre fast gestorben. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss abbauen. Ich muss abbauen. Weg da. Lasst mich in Ruhe. Nein, kommt nicht noch. Mann, ich bin im Stress. Hallo. Ach, meine Fans schon wieder. Hey, die kommen, um mich belagen. Die kommen, um mich zu belagen. Nein, nein. So habe ich noch nicht ganz so viele Fans, aber in Regnum war es schon richtig schlimm. Da haben mich manche richtig so richtig fast gemobbt, obwohl sie nicht mobben wollten, weil sie mich mögen und wussten einfach nicht, was ihnen geschieht. Oh, jetzt haben wir Mantra. Können wir aktivieren und dann gibt es noch Widerstände. Aha, also Widerstände haben wir schon passiv, 20% erhöht. Und dann bis auf 40% hoch, okay. Möchte ich noch kurz schauen. Wald des Lichts, da haben wir etwas. Hier haben wir nichts. Ja, du bist neu, ich weiß. Okay, dann haben wir Wald des Lichts. Das ist Zweihand. Wir setzen jetzt mal Zweihand. Oh, das sieht aus. Der Prügel des Lichts. Ich schlage alle tot. Okay, sieht ein bisschen anders aus, aber nicht viel. Ha, jetzt machen wir Damage. Ahaha. Prügel des Todes. Hahaha. Ha, ha. Aber unsere Angriffsgeschwindigkeit ist im Keller. Aber so lässt sich's entspannter angreifen, kämpfen, alles mögliche. Richtig fett. So. Und jetzt? Da kommen wieder Gegner. Boah, mega viele Gegner auf einmal. Prügel des Todes. Der Engel. Okay. So. Ich wollte eigentlich nicht rein. Nein. Hallo, lasst mich jetzt in Frieden. Lass mich einfach mal wissen. Ich kann mich fast nicht. Ich kann fast nicht Geisteskraft regenerieren. Nein, nicht da rein. Du stirbst, du stirbst. Du stirbst. Boah. Muss ich ja gar nichts mehr machen, wenn diese Kettenexplosion explodieren, da sterben. Sehr schön. Oh, das geht so schnell. Schaut, wie viel wir ja schon haben. Ja, toll, ey. Weg da. Hm. Okay. Kommt noch hier ein paar. Wenn man in Gefahr ist, dann einfach mal kurz 7. Fäuste einsetzen. Ein bisschen Kung Fu angreifen. Mit Kung Fu Techniken um sich ballen. So. Und hier auch. Ah, so mal Pause. Kurz schauen, was wir da hier haben. Wir haben keine Sockel. Schade. Aber Edelsteine droppen. Ab jetzt.
Ja, schon ein bisschen eigentlich zur Zeit, aber wir haben jetzt erst gefunden. So. Ich hoffe, wir finden die die Armschienen, die uns machen, dass der explosive Schlag auf andere Gegner rüberwachsen, damit wir das dann in den Kanais-Würfel packen können und dann auf eine andere Armschiene rauf machen können. Aber dafür brauchen wir dann zuerst Rohstoffe, die wir erst später recht gut bekommen. In höheren Rifts, in höheren Schwierigkeitsgrad meine ich. Mächtig und magisch. Oh, schön. Rückenwind. Aha, Gewitterfront haben wir ja nicht mehr. Gesang der Resonanz. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Was ist das eigentlich? Wenn ihr Gegner Schaden zufügt, die mindestens über 75% ihrer Gesundheit fügt, wird ihre Angriffsgeschwindigkeit 4 Sekunden lang um 30% erhöht. Okay, dann machen wir noch mehr. Machen wir noch mehr Geisteskrafterzeugung. Ja, hier haben wir Schwäche. Okay, dann machen wir kurz weiter noch. Ah ja, ich wollte noch kurz dann schauen, ab wann wir den Ding bekommen. Reißender Wind. So, oh nein, nicht den. Den mag ich nicht, weil der so einen Wirbelwind aus Ding macht. Gift. Gift und Galle. Ja, hat leider nicht so viel gebracht. Ah, du hast mich auch da ist er. Geh weg. Ich kann nicht mal weg. Ich bin so geslowt. Das ist Wahnsinn. Aus Mäusenwirbelwind, okay. Nicht nur aus... Ich kann da nicht raus. Oh, zwei Wirbelwinde. Du bist zu OP. Blöde Kämpf. Lass mal mit den Ratten, da kann ich wieder Ding einsetzen. Sieben Fäuste. Wenn man es nicht richtig sieht und dann geslowt ist und alles, dann kann man dem Wirbelwind eigentlich nicht gut ausweichen. Auch schon wieder mittendrin. Lass jetzt mich in Ruhe. Okay, ich muss irgendwie an Geisteskraft kommen. Ohne dass ich ja nicht viel Schaden bekomme durch die Wirbelwinde. Ach Mist, hey. Wir spielen einfach ein bisschen zu hoch, wahrscheinlich im Schwierigkeitsgrad für die Bosse. Aber es macht irgendwie noch Spaß, auch wenn wir dann sterben. Also eventuell müssen wir dann noch reduzieren, wenn es allzu stark wird, aber jetzt wird es wahrscheinlich eher einfacher. Aber da seht ihr es, eigentlich ist das Spiel viel zu leicht, aber am Anfang ist es viel zu schwer für hohe Schwierigkeitsgrade. Okay, ist besser, gut. Auch wenn es nur blau ist. So sollte Diablo 3 sein. Dass man Items bekommt, die auch blau sind und stärker sind. Ja. So, ich habe jetzt einfach mal alles verschrottet. Das Schild hätte ich nicht verschrotten sollen. Das hätte ich dem Ding geben können. Blitzfähigkeiten. So, ja, da fangen wir noch kurz ein bisschen mit dem Kopfgeld an. Und machen wieder das mit dem Bonus, aber jetzt ohne Martell, ja. Adria töten. Wollen wir das gleich machen?
Komm, probieren wir es einfach. Dann haben wir den Part noch ein bisschen länger. Wie sagst du noch hinten? Angegriffen, hä? Das macht gut. Das macht Freude, wenn da der, die Seelen einem die Arbeit machen. Geschicklichkeit. Oh ja, das ist wichtig. So. Ich fühle mich ein bisschen langsamer gerade, wo die Gegner eher so ein bisschen weiter auseinander sind und ich langsame Bewegungsgeschwindigkeit auch habe. Blöde Zecken. Also zeig mir an, wo ich hin muss. Da rechts, okay. Boom, Kistensystem. Oder Fässer eher gesagt. So, also 20 sind wir schon. Okay. Wir sind schon 20 Jahre alt. Und das Let's Play ist erst 3 Parts lang. Komisch. Es geht mir viel zu schnell. Aber das Spiel fängt ja erst in den Paragon-Levels richtig an. Alles andere ist ein bisschen langweilig. Aber auch, ja. Man ist halt volle Erwartungshaltung. Wie findet man die Items? Wie schnell, wie gut? Und das macht schon Motivation. Und zum Zugucken ist alles ein bisschen leichter als zum Selbstspielen von der Motivation her. Ah, endlich! Hey, ich hab dich so vermisst. Das ist eine meiner Lieblingskampfkünste, also Ding. Es ist nicht die Ding, es ist einfach ein Zusatz. Weil es einem zum schneller Spielen anspornt, weil es ja begrenzt ist. Und weil man muss nichts sonst machen. Man muss einfach nichts machen. Einfach die Umgebung wird noch ein bisschen, also so ein bisschen eine Aura, die Schaden verursacht. Also wenn ich jetzt nur hier drin hocke, dann sterben eigentlich diese komischen Skarabäus. Skarabäusen. Oder wie man sagt. Skarabäen, glaube ich, ja. Skarabäen. Okay, komm, lauf jetzt ein bisschen. Schneller, hopp. Jetzt gehen wir zu Adria und Kenzie noch in diesem Part. Und dann kommt da schon der nächste Part. Den mache ich direkt im Anschluss. Vielleicht kommt es einfach dann im Verlauf des Tages noch. Der zweite Part. So. Weg damit. Ich habe mich nicht gefragt. Jetzt muss ich es wieder aktivieren, weil es noch ein paar Sekunden weggeht wieder. So, und dann heißt es Adria willkommen, hallo. Die war mir schon beim ersten Anblick unsympathisch. Die war eine Dreckshure, Dreckshexe. Dankeschön, weißt du, ich kann nichts machen. Ich habe nicht mal Heiltrank richtig, also der Heiltrank hat richtig schnell genug geheilt. Boah, die sind zu stark. Wir sterben ein bisschen zu oft, aber das macht nichts. Weil wir auch auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielen. Es ist immer normal. Am Anfang ist immer normal eigentlich zum Hochspielen, aber ich bin natürlich ein Profi. Gibt's noch schwer dazwischen. So. Und du auch, eine volle Wumme. So, und du stirbst jetzt in Rekordzeit. Weg da.
Ah, schön. Also. Noch gucken. Gürtel, sehr gut. Der ist gut, der Gürtel. Sehr schöner Gürtel. So. Kann man da auch mal bald zu Adria kommen. Also gibt es Adria leider im nächsten Part, sonst wird der Part zu lange. Und restlich Kopfgelder. Der Weg ist einfach zu lange. So, ja, da kommen noch ein paar Gäste. Zuschauer kommen noch ein paar. So. Also. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobase. Tschüss.